Ja, was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, wir sind stehen geblieben an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, logisch. Jetzt habe ich es nämlich mal schnell mit. Wir wollten ja in der Folge ein bisschen weiter unsere Tischlerei-Skills aufleveln. Deswegen gehe ich mir mal weiter auf der Suche nach ein paar Häusern, Wohnhäusern und baue da mal so ein paar Schränke, Tische, Betten und so weiter ab. Den ganzen Krimskrams wie gehabt. Ein bisschen grinden wird halt wirklich eine reine Skill-Grind-Folge. Und das war's dann auch schon. wie gesagt, Level 7 brauche ich für Tischlereifähigkeit, damit ich endlich eine gute Wand bauen kann. Und auch, wollen wir mal hier hoch? Wir gehen mal hier hoch zu diesen Häusern. Genau, damit wir eine gute Wand bauen können, eine bessere Regentonne, wo mehr reinpasst. Da haben wir gemerkt, da brauchen wir jetzt doch eine größere. Und deswegen, uns fehlt nur noch ein Skillpoint für Tischlerei 7 und dann habe ich auch ein neues Ziel. Das ist jetzt auch nochmal, hier müssen wir jetzt nochmal kurz reden. Ich habe in den letzten Folgen echt viele Kommentare bekommen und das ist immer sehr lieb und ich bedanke mich auch sehr, sehr dafür. Freue mich darüber auch immer sehr, auch für die ganzen Tipps und Tricks und vor allem auch teilweise, wie ihr das Spiel spielt. Da waren ja auch einige Kommentare, wie ihr das so angeht. Und ein Kommentar war da halt, der hat mich nicht losgelassen im positiven Sinne. Man muss sich hier in Project Zomboid tatsächlich neue Herausforderungen, Ziele selber definieren und suchen. Und ich habe mir gedacht, das mache ich tatsächlich auch. Ich werde mir in Zukunft ein Ziel setzen. Das werde ich in dieser Folge noch nicht raushauen, welches das sein wird. Aber, oh mein Gott, ich wollte das schnell abbauen. Scheiße, wo kommen die denn her? Mann, ich wollte doch in Ruhe erzählen und abbauen. Okay, dann, kann ich das abbauen? Ja, das sollte gehen. Jawohl. Genau, und zwar, sei so gesagt, das Ziel wird, ich überlege, ob es ein Endgame-Ziel, ein persönliches Endgame-Ziel, Endgame-Ziel wird. Das heißt, wenn ich dieses Ziel erreiche, ist dieses Let's Play auch vorbei. Es ist schon fast 200 Folgen, dieses Let's Play. Holy moly. Und es läuft gut. Es hat gute Aufrufe. Ihr mögt das. Also es läuft halt sehr gut auf diesem Kanal. Und ich würde Project Zomboid ungern beenden, weil es mir selber auch Spaß macht. Ich vermisse so ein bisschen die Updates, Content-Updates, die hoffentlich bald kommen. Speziell die Build 42. Was ich ja auch sehr verfolge von den Entwicklern. Aber ja, nochmal zum Endgame-Ziel, was ich mir persönlich setzen werde. Das werde ich im Laufe der nächsten Videos mal raushauen, was ich mir da gesetzt habe. Es ist, wie gesagt, nur so viel gesagt. Es wird wahrscheinlich ein Endgame-Ziel. Das heißt, wenn ich das erreicht habe, dann wird dieses Let's Play-Projekt vorbei sein. Muss es auch irgendwann, bin ich der Meinung. Dann haben wir auch soweit alles gemacht, was geht. Es sei denn, es kommen mir mega viele Aufrufe, ich soll weitermachen. Dann kann ich es mir natürlich anders überlegen. Aber man braucht eigentlich schon irgendein Ziel, wohin man arbeitet. Genau, das wird aber bis zu diesem Ziel eine lange Zeit dauern. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen, innerhalb von ein paar Folgen. Es wird schon ein etwas größeres Ziel sein, aufwendigeres Ziel auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall was mit einer Location-Wechsel zu tun. Seid auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, in ein, zwei Folgen werde ich das mal releasen. Ich weiß auch nicht, wann ich dieses Ziel angehen werde. Weil eigentlich könnte ich es schon sagen. Ich hau's mal raus. Also das Ziel wird sein, komplett die Base aufzugeben, wo ich jetzt bin in Rosewood. Und ich mache mal die Map auf. Ich fand diesen Spot wirklich wunderschön. Das ist hier so ein See. Und an diesem See kann man auch angeln. Und ich würde gerne an diesem See ja so eine Holzhütte bauen. Wirklich eine eigene Hütte. Also ein eigenes Haus. Deswegen ist auch Level 7 Tischlerei sehr wichtig für mich, weil ich dann gute Wände bauen kann. Vielleicht arbeite ich da noch so ein bisschen Metallbearbeitung und so weiter. Und dann will ich mir hier im Prinzip eine Hütte am See bauen. Und wenn ich diese Hütte vollständig ausgebaut habe, wirklich mit Möbel gestrichen, verputzt eventuell auch noch, gute Böden und so weiter. Und wenn das alles fertig ist, wie ich es mir gewünscht habe und ich mein Haus am See habe, dann ist mein Endgame-Ziel für dieses Let's Play-Projekt eigentlich erreicht und ich könnte dann diese Reihe mit gutem Gewissen beenden. Ich freue mich, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ist jetzt viel Gelaber in dieser Folge, aber das war mir jetzt halt auch irgendwie mal wichtig, weil ich in diesem Let's Play-Projekt mal so ein bisschen
ja, so ein Ziel reinbringen möchte, weil ich habe gemerkt, in den letzten Folgen ist das mehr so, ja, Rumgelaber, immer dasselbe machen und so weiter. Es ist halt, und der Survival-Aspekt ist halt auch nicht mehr wirklich da, weil nicht mehr wirklich viel passiert in Rosewood. Deswegen dieser Kommentar, vielen Dank dafür, der hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich da so ein bisschen selber was tun muss, Eigeninitiative ergreifen muss. Und deswegen nächstes oder letztes großes Ziel, die Hütte am See. Und ich habe mir da sehr, sehr viel vorgenommen, was so eine kleine Checkliste gemacht, was ich dafür alles brauche. Ich brauche sehr, sehr viel Holz, was ich mitnehmen möchte. Ich brauche auf jeden Fall ein größeres Auto, um mein ganzes Loot-Zeug mitzunehmen. Mein ganzes Loot mitzunehmen. Weil ich will natürlich alles, was ich in meiner Base habe, in Rosewood habe, im Farmgebäude, natürlich auch mitnehmen. Das wäre ja zu schade, wenn ich das da lasse. Ja, wenn ich das alles habe und rübergepackt habe, dann, ja, kann ich guten Gewissens die Serie beenden, wie schon gesagt. Ansonsten, aber Project Zomboid wird, ja, ich sag's schon mal vorab, wahrscheinlich in diesem Kanal eine große Rolle spielen, auch zukünftig, gerade wenn auch Build 42 rauskommen wird. Da werde ich eventuell in Zukunft auch mal so ein Infovideo machen, wie es mit diesem Update aussieht. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne sowas hättet. Es gibt da kaum deutsche YouTuber, die da sowas machen. Ein ganz guter, da verweise ich mal auf One Life Left. Den gucke ich mir sehr gerne an, haut auch sehr gute Tutorials und Infovideos zu Build 42 raus, also schaut da gerne mal rein. Da gucke ich auch immer sehr, sehr gerne in den Kanal rein, weil da wirklich sehr, sehr viele Infos preisgegeben werden für die zukünftigen Updates. So, das war jetzt einfach mal Werbung für einen anderen Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei mir weiter eingeschaltet und ja, unterstützt halt diesen Kanal auch weiter. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel Geschmeichel, Gelaber und so weiter. Hier ist übrigens ein Auto. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Wieso habe ich da so ein Van? Ist ja immer nicht schlecht. Ein Van ist immer zu gebrauchen. Sieht aber schon etwas demoliert aus. Ich schaue es mir mal kurz an. Sie ist aber eigentlich noch relativ gut intakt. Hat aber keinen Kraftstoff. Guck mal, ob ich rein kann. Eventuell von der Seite. Oh, hat ein bisschen gehangen. Okay, ich kann es irgendwie. Ach, ich habe sogar einen Schlüssel für den Van. Ja, geil. Dann brauche ich den gar nicht mal kurz schließen. Das ist doch mal was. Wir brauchen im Prinzip nur Benzin. Benzin haben wir eigentlich reichlich. Deswegen können wir hier irgendwann mal hingehen und wir könnten uns natürlich auch den leeren Benzinkanister holen und aus dem Auto ein bisschen Benzin abzapfen. Aber das ist nicht das Ziel für diese Folge. Diese Folge würde ich gerne mein Tischlereiskill aufleveln. Wir brauchen, ja, über die Hälfte haben wir schon. Das ist sehr gut. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rein. Ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen von Zombies geschützt sind. Wir haben eigentlich die Gegend Rosewood so gut wie geklärt. Es dürfte nicht mehr so viel hier rumlaufen. Das hauen wir mal alles auf den Boden. Und bauen das hier mal mit ab. Also wie gesagt, nochmal, um das zuletzt gesagt abzuschließen. Endgame-Ziel ist gesetzt. Wann ich das jetzt auch aktiv anfange, wie gesagt, erstmal muss ich Tischlerei-Level aufleveln und ist halt alles so ein bisschen langwieriger. Dieses Ziel habe ich auch extra so gewählt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt mir gerne auch Tipps, wie ich das Ganze angehen soll. Das werde ich dann auf jeden Fall auch beherzigen, wenn es meinem Spielstil gerecht wird. Fitnessgerät. Nice, okay. genau, und dann haben wir ein Ziel, das wir verfolgen können. Ich glaube, das brauchten wir jetzt auch nach so langer Zeit, nach fast 200 Folgen. Holy moly. Ich hätte ich gedacht nach der ersten Folge, dass das so gut läuft und dass ich so viele Folgen hiervon raushaue und dass ich auch so lange überlebe. Das ist auch noch eine Menge Respekt. Also hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, ich bin mitten im Let's Play nur einmal gestorben. Also das ist schon eine grandiose Leistung. Ich muss auch sagen, ich habe die Einstellung relativ einfach gehalten. Die Zombies sind nicht so schwer. Und ja, Rosewood ist jetzt auch nicht unbedingt die schwerste Anfangsstadt. Okay, wir bauen hier die Lampe jetzt auch mal fix ab. Hat ein bisschen gedauert. Dann können wir nämlich jetzt auch diesen Schränkchen hier abbauen. Haben jetzt auch mittlerweile Hunger. Ich glaube, wir haben uns nichts zu essen. Ah doch, wir haben hier dieses Pfannengericht noch mitgenommen. Sehr, sehr gut. Können wir einmal gleich direkt essen. Ja, vielleicht sogar erstmal nur die Hälfte, damit wir noch ein bisschen was für den Abend haben, weil ich werde auf jeden Fall heute nicht mehr zurück zur Base gehen. Ich werde hier irgendwo in der Hütte schlafen. Vielleicht hätte ich dieses Bett hier aufgebaut lassen sollen, damit wir hier schlafen können. Aber wir werden ja noch ein paar Häuser besuchen, deswegen sollte das kein Problem sein. So, das kann einmal auf dem Boden und bauen wir hier einmal direkt mit ab.
Oh, Desinfektionsmittel können wir mitnehmen. Schmerztabletten, weißt du was, nehmen wir mit. Seife nehmen wir auch mit. Und Haarfärbungsmittel schwarz nehmen wir auch mit. Ich weiß gar nicht, wie aktuell meine Haarfarbe ist. Ich hatte die ja damals in blond oder so gefärbt. So, das nehmen wir mit. Und Seife auf jeden Fall auch. Lippenstift glaube ich eher nicht. So, dann gucken wir mal. Diese Schränke, Schuhe, Bikini, Trainingsjacke. Kann weg. Und das kann auch alles erstmal weg. Und dann bauen wir das hier alles ab. So, sehr schön. Die Sachen lassen wir hier einfach alles auf dem Boden. Können wir das hier auch abbauen? Jawohl, machen wir glatt mal. Wir gucken mal schnell. Ja, Tischlereifähigkeit ist fast gelevelt. Fast gelevelt. Dann können wir wieder zurück zu unserer Base. Und ich hatte ja auch vor ein paar Folgen erwähnt, ich habe ja eine neue Mod installiert, nämlich die Megastar Trailer Mod. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist eigentlich nur eine Mod, die ein paar Anhänger hinzufügt und auch ein paar Autos habe ich auf jeden Fall auch hinzugefügt. Und mit diesen Anhängern, das ist auch auf jeden Fall ein Punkt auf der Checkliste, die ich brauche für mein Endgame-Ziel. Mit diesem Anhänger werde ich das ganze Zeug transportieren wollen. Also so ein Anhänger macht auf jeden Fall Sinn, gerade für dieses Endgame-Ziel. Ich hoffe, dass diese Trailer hier auch einfach spawnen. Ich habe es, wie gesagt, in Safe Game einfach reingeladen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was aktualisieren muss oder die jetzt einfach mitten in der Welt auch spawnen. Mal gucken. Eventuell finden wir jetzt im Laufe des Videos oder in den nächsten Videos so einen Trailer, so einen Anhänger. Da können wir sowas mal direkt mitnehmen. Oder müssen wir halt erstmal mit einem Auto hin, aber das sollte ja das geringste Problem sein. So, wir schauen mal, ob wir hier irgendwie noch was zu essen haben. Aber ich glaube, wir haben eigentlich hier alles mitgenommen. Hundefutter bitte nicht. Das können wir mal direkt auf den Boden und bauen das hier auch einfach mal ab. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zu einem Haus. Dann sollten wir eigentlich auch so gut wie alles abgebaut haben. Beziehungsweise auch den Skill-Level erreicht haben, was wir brauchen. Jawohl. Das auch einmal abholzen. Sehr schön. Holzstuhl. Weiß ich, ich glaube, diese kleinen Holzstühle bringen jetzt nicht so viel, aber wir brauchen auch nicht mehr so viele Skill- oder Erfahrungspunkte. Deswegen, so ein Fenster kann man theoretisch auch abbauen. Irgendwie ging das. Ich glaube, mit dem Nebentool nur. Einen Sessel können wir abbauen. Perfekt. So eine einzelne Tür könnte man theoretisch auch abbauen. Ich würde sagen, das wird hier der nächste Halt. Dann werde ich hier auch auf jeden Fall auch mal schlafen. Nicht, dass ich hier nachts noch irgendwie unterwegs bin. Die Tür ist hier leider kaputt. Das gefällt mir nicht so. Da können die Zombies ja einfach so reinspazieren, wie sie lustig sind. Aber gut, wir bauen hier erstmal alles ab, was geht. Ich glaube, die Tür ist tatsächlich auch kaputt. Aber hier sind auch echt weit und breit keine Zombies in Sicht. Das ist natürlich gut. Aber das ist, ja, wie ich anfangs erwähnt habe, ja, dann irgendwie auf Dauer natürlich nicht das, was das Spiel ausmacht, also wie ich spielen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt hier nur Sachen abbaue und hin und her laufe, macht das ja, und ohne Ziel vor allem rumlaufe, macht das halt auch dauerhaft keinen Sinn mehr. Und mit diesem neuen Ziel, mit der Hütte am See, haben wir dann natürlich eine ganz neue Herausforderung. So, wie sieht denn das jetzt mit den Skill Points aus? Ja, sieht schon gut aus. 500 noch Erfahrungspunkte. Sollten wir doch noch in dieser Folge hinkriegen. Perfekt, wie sieht es jetzt aus? Ja, ich glaube ein Bett noch oder einen großen Schrank, dann sollten wir das hinkriegen. Ich glaube so Theken, die bringen jetzt nicht viel. Hier haben wir ein Bett, ich würde sagen hier schlafe ich und diesen Schrank baue ich ab. Eventuell reicht das sogar dann schon aus. Hier ist auch noch was drin. Kann erstmal weg. Und dann würde ich sagen einmal abbauen. Ja, und der Schrank hat tatsächlich ausgereicht. Wir haben Tischlerei plus 1. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal die Vorhänge fix zu, damit mich hier kein Zombie erwischt. Ich mache in dieser Folge jetzt, oder für diese Folge jetzt auch schon einen Cut, würde ich sagen. Ich habe viel gelabert. Ich hoffe, es war okay, einfach mal in dieser Folge ein bisschen drüber zu reden, was meine Ziele sind, wohin die Reise gehen soll. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare dazu. Tipps und Tricks, wie immer gern gesehen, was ihr davon haltet und ja, ob euch dieses Endgame-Ziel gefällt oder auch nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich lege mich jetzt schlafen und wir sehen uns dann
in einer nächsten Folge Project Zomboid mit dem neuen Endgame-Ziel wieder. Bis dahin. Ciao.